Es gibt 16.800 Zeitschriften in diesem Land. Aber nur eine davon nennt sich das Sportmagazin der Air Force One. Das ist das Reizvolle an der Arbeit für The New Republic. Ich habe da so einen Jungen getroffen. Er hat sich neulich in die Datenbank einer Firma namens Juke Micronics gehackt und das Gehalt eines jeden Juke-Mitarbeiters auf die Juke-Website gestellt, gezeichnet mit Big Bad Bionic Boy war zu Besuch, Baby. Ich will ein MX-5. Ich will einen Trip nach Disney World. Das ist seltsam. Wieso hast du die Story nicht? Keine Ahnung. Hast du die Telefonnummern von deinen Quellen zum Hackerartikel? Mhm. Es geht mir nur um eine Bestätigung gewisser Fakten. Dann habe ich sämtliche Hacker angerufen. Keiner weiß was von einem Hacker, der sich Big Bad Bionic Boy nennt. Nichts. Er erhebt ernsthafte Anschuldigungen. Die kommt mir sehr seltsam vor. Ich fange langsam an zu glauben, dass ich reingelegt worden bin. The New Republic, das versnobteste Blatt auf dem Markt. Ihr Star lässt sich absolut verarschen. Haben Sie sich auch überlegt, wie das auf die Mitarbeiter wird? Wenn du ihn rausschmeißt, werden einige von denen auch gehen. Und meine Frage, wieso hast du mir nicht beigestanden? Sagt er, tut mir leid, Steve. Ich muss das Magazin schützen. Es gibt politische Erwägungen. Der Artikel über die jungen Konservativen, war das wahr? Das war kein Einzelfall, Caitlin. Er erzählt uns Märchen auf Märchen. Und wir drucken sie alle als Fakt. Das, was du da behauptest, ist unmöglich. Wenn du ihn nicht kennen würdest, du würdest nachforschen und ihn fertig machen. Einziger Punkt in der Story hat sich als richtig erwiesen. Und welcher? Es gibt in den Vereinigten Staaten wohl tatsächlich einen Staat namens Nevada. Du bist mein Chefredakteur, du solltest mir beistehen und du stellst ihr Wort gegen meins. Wenn diese Sache auffliegt, dann gibt es uns schon bald nicht mehr. Ich kann nichts dafür. Du kennst meine Notizen, da stand alles drin. Die Hauptleute werden sich das hier alles ansehen. Ich hab nichts falsch gemacht. Könntest du mal damit aufhören, das ständig zu wiederholen? Ich will nur, dass du mir die Wahrheit sagst, Steve.